Herr Zaborowski, herzlich willkommen im Bundesland, wo die glücklichsten Menschen leben. Mal sehen, ob wir das auch so bestätigt kriegen nachher. Natürlich auch die Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern, die im schönsten Bundesland der Welt mitwohnen. Also alles gut. Legen Sie los. Mach ich. Wir haben ein straffes Zeitfenster und wichtige Botschaften. Meine Uhr läuft. Wunderbar. Muss ich was klicken? Ja. Mein Vortrag, meine Keynote heißt eigentlich ein bisschen anders. Ich habe jetzt mal diese Startfolie gewählt, weil ich mir nicht ganz sicher bin, in welcher Verfassung Sie hier heute sitzen. Ob Sie hier sind, weil Sie sagen, ach Mensch, der Peter, da kann man auch nicht Nein sagen, wenn der einlädt, sonst nervt er immer so. Oder ob Sie sagen, den Montagmorgen mal starten mit einer kleinen Konferenz, ein bisschen nett die Leute mal wieder treffen, Käffchen und ein Stück, ein Teilchen oder so, ist ja auch mal nett. Und dann kommen Sie irgendwann heute Nachmittag ins Büro und gehen zu Ihrer Personalabteilung und sagen denen, ich habe da was gehört, macht mal was jetzt mit Indeed. Wenn Sie so auf diesem Level hier sitzen, wie Sie vielleicht die letzten 5 oder 10 Jahre auf solchen Veranstaltungen gesessen haben, dann ist das genau die richtige Folie, Schluss mit der Illusion. Ich weiß natürlich nicht, ganz ehrlich, was 2030 ist, aber wenn die Welt jetzt halbwegs so läuft wie bisher, also trotz Krisen, solange wir keinen dritten Weltkrieg haben, kann man, glaube ich, schon sagen, die nächsten Jahre wird es ungefähr so sein wie das, was ich Ihnen jetzt erzähle. Und wo stehen wir im Arbeitsmarkt? Und da möchte ich Ihnen auch gleich eine kleine Geschichte zu erzählen. Heute ist ein glücklicher Tag für einen meiner Kunden. Eine Kandidatin hat uns nämlich am Freitag gesagt, dass sie sein Vertragsangebot annehmen wird. Dieser Kunde hat ein Jahr lang versucht, eine Position zu besetzen. Ein Jahr. Eine andere Mitarbeiterin musste diese Position mit ausfüllen, hat 6 Tage die Woche gearbeitet, war natürlich selber irgendwann kurz vorm Absprung, weil sie sagte, wird das hier irgendwie nochmal normal? Dann hat er jemanden gefunden, diese Person hat nach 3 Monaten wieder gekündigt und dann haben sie uns eingeschaltet. Wir haben auch nur 2 Kandidaten gefunden, einen absoluten Junior und einen Perfect Match. Und diese gute Frau war arbeitslos seit 3 Monaten. Ja? Und ich habe natürlich gesagt, Mensch, sofort Gespräche führen, Angebot machen, seht zu, dass ihr diese Frau verhaftet. Und mein Kunde hat aber 8 Wochen gebraucht, um 2 Gespräche zu führen. Und ich habe eine Krise gekriegt und habe gesagt, ja, dann ist ja alles vorbei. Jetzt sagt sie uns letzte Woche, sie wird also das Vertragsangebot annehmen. Und ich habe gefragt, warum denn bist du überhaupt noch verfügbar, wenn du seit 2, inzwischen 3 Monaten arbeitslos bist? Naja, ich kann mir die Jobs aussuchen. Und es war bisher nicht das Passende dabei, was Gehalt, Arbeitsbedingungen, Arbeitsort und sowas angeht. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, Zaborowski, also den Leiter Unternehmenssteuerung, den haben wir auch ein Jahr lang gesucht, wo ist das Problem? Ich verrate Ihnen jetzt, um welche Position es ging. Eine Personalsachbearbeitungsposition. Ich habe in 21 Jahren als Personalberater noch nie eine Personalsachbearbeitungsposition als Auftrag gehabt. Das letzte halbe Jahr 2. Weil es sind keine Bewerber mehr über, die sind alle arbeiten gegangen. Egal für welche Position, wir reden auch nicht mehr vom Fachkräftemangel, wir reden vom Arbeitskräftemangel. Ja, selbst in der Produktion, ja, in der Molkerei, irgendwo am Band fehlen Arbeitskräfte. Von den Handwerkern, Pflegekräften, so brauchen wir gar nicht reden. Und der Punkt ist der, das bleibt auch noch eine ganze Weile so. Und ich habe jetzt bewusst diese ganzen Themen demografischer Wandel, habe ich alles für Sie weggelassen. Sie können bezahlen viel besser als ich. Sie kennen das alles. Die Frage ist, ist Ihnen bewusst, was das bedeutet? Ab jetzt suchen sich die Arbeitnehmerinnen ihren Arbeitgeber aus. Nicht mehr umgekehrt. Und ich hoffe, dass Sie hier rausgehen heute und das verstanden haben. Weil wir haben alle, ich gucke mal so in Ihre Gesichter, ich würde sagen, die meisten von Ihnen sind schon eine ganze Weile dabei. Wir kennen es nicht anders, bis auf ein paar ganz kleine Ausnahmen, dass wir eigentlich in der stärkeren Position sind. Wir wählen aus. Und zwar nur die Beste, den Besten, ist gut genug für uns. Ja? Und die anderen lassen wir halt alle wieder gehen. Wir waren Jahre, Jahrzehnte lang als Arbeitgeber in der stärksten Position. Das ist nicht mehr der Fall. Ja? Definitiv nicht. Diese Überschrift ist natürlich sehr heischend, ja, aufmerksamkeitsheischend. Ich würde das so nicht schreiben. Viele junge Menschen wollen lieber arbeitslos als unglücklich sein. Das ist natürlich Quatsch. Spätestens wenn ich die Miete bezahlen muss, will ich einen Job haben. Aber viele junge Menschen und auch Ältere inzwischen sagen sich, warum soll ich in meinem Job unglücklich sein, wenn in meinem LinkedIn-Postfach, in meinem Xing-Postfach, auf Facebook mir ständig Jobangebote gemacht werden? Wenn ich jeden Tag ungefragt damit bombardiert werde, dass hier und dort ein passender Job für mich zur Verfügung steht. Warum soll ich heute noch in meinem aktuellen Job unglücklich sein? Und ich bin noch so aufgewachsen,
ja, groß geworden. Ja, hör mal, 3-4 Jahre musst du durchziehen. Du bist nicht happy, du willst kündigen. Wie lange bist du jetzt da? 1 Jahr? Ja, kannst du nicht machen. Wie sieht das in deinem Lebenslauf aus? Da nimmt dich doch keiner mehr. Das ist heute Quatsch. Wenn sie heute jedes Jahr wechseln, ist das kein Problem. Gut, nach 10 Wechseln wird es irgendwann schwierig. Ja? Die Unternehmen sind verzweifelt. Die gucken sich Menschen, Lebensläufe an, die sie früher sofort aussortiert hätten. Ja? Weil sie sagen, ich habe ja gar keinen anderen. So, und der Punkt ist der, die Arbeitnehmer haben es langsam kapiert. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wo sie sitzen, wenn sie sagen, Mensch, ich bin der einzige Arbeitgeber im Umkreis von 50 Kilometern, dann können sie wahrscheinlich noch so ein bisschen sich Zeit lassen, können sich noch ein bisschen ausruhen, wenn sie in den Metropolen sitzen, dann nicht mehr. Ja? Und wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass die meisten Jobs ja sowieso auch 100% remote gemacht werden können, dann kann ich mir auch in Pusemuckel einen Job in Timbuktu suchen. Ja? Überhaupt kein Problem mit den Arbeitsbedingungen, die mir passen. Das finde ich ein bisschen seriöser, diese Überschrift, Deutsche machen sich keine Sorgen um ihre berufliche Zukunft. Und das ist ja auch so faszinierend. Die Arbeitgeber haben spätestens seit der Finanzkrise gemerkt, Mitarbeiter entlassen ist keine gute Idee. Die kriegt man so schwer wieder, wenn man sie braucht. Das heißt, auch dank Politik haben die meisten Arbeitgeber, die ich kenne, in allen Branchen kapiert, ich muss meine Mitarbeiter halten, meine Mitarbeiterinnen, auch wenn es gerade kriselt. Ja? Klar, Corona, Gastronomie, da sind ja die Mitarbeiter gegangen, ja? Nicht umgekehrt. So. Und auch das haben deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verstanden. Ich muss mir keine Sorgen machen. Wir hatten gerade die Diskussion hier unter uns Referenten, dass doch ein sicherer Arbeitsplatz ein gutes Fund ist, ein wichtiges Fund ist. Ich persönlich glaube da nicht so richtig dran. Ich glaube, dass die meisten halbwegs qualifizierten Menschen heute wissen, wenn ich hier nicht mehr glücklich bin, aus welchen Gründen auch immer, gucke ich mal eben und habe innerhalb von, na, sagen wir mal 2 Wochen was Neues. Zu guten Konditionen, mit einem besseren Gehalt, bessere Arbeitsbedingungen. Weil sich der Markt gedreht hat. Und der Punkt ist der, wenn Sie sagen, mein Geschäftsmodell lebt davon, dass ich Menschen beschäftige, die meine Dienstleistung erbringen. Das heißt, wenn Sie nicht automatisieren können, wenn Sie nicht auslagern können in irgendein Billiglohnland, die es ja bald auch alle gar nicht mehr gibt im Übrigen. Ja? Also wenn Sie nicht automatisieren können, dann müssen Sie ab heute anfangen, sich wirklich um die Menschen zu kümmern. Und zwar um die, die sie noch nicht haben und die, die sie schon haben. Und das, ganz ehrlich, ist eine Zeitenwende. Ja, das ist eine Zeitenwende. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur noch als wirklich gute Arbeitgeber in Zukunft A, unsere Mitarbeiter halten und überhaupt neu gewinnen werden. Weil ich als Arbeitnehmer genug Auswahl habe. Warum soll ich Kompromisse machen? Warum soll ich in faulen Apfel beißen? Das tue ich mir nicht lange an. So, und das ist jetzt die große Philosophie. Ich persönlich glaube, aber vielleicht bewege ich mich da auch zu sehr in der Bubble, spannende Aufgaben und einen sicheren Job, das reicht nicht mehr. Der Obstkorb auch nicht, die Dudes-Kultur rettet auch nichts. Ja, und auch der Schlips weg hilft auch nicht. Ich glaube, da muss ein bisschen mehr kommen, was natürlich extrem individuell ist. Und deswegen sitzen Sie ja hier. Als Führungskräfte, als Top-Management. Der wesentliche Punkt, über den wir heute reden müssen, ist über Führung. Ich habe noch ein paar andere Punkte mit dabei, aber ich habe Ihnen hier mal aus dem Handelsblatt ein paar Aussagen von Hans Gödel, von Egon Zehnder, der Personalchef, also Personalberatung, mitgebracht. Was da war gestern, die Hervorhebungen sind von mir. Ja? Führungskräfte haben das große Ganze im Blick, zeigen einen Weg nach vorne und können begeistern. Heute gewinnt, wer in den Dialog geht und überzeugt. Ich habe 3 Bekannte, die arbeiten bei Volksbanken. Nicht hier, ja, Nordrhein-Westfalen, Süddeutschland. Die eine hat jetzt gekündigt. Leistungssportlerin, Leistungsträgerin im Unternehmen, im Team, ja, sagt, der Job hat mich krank gemacht, ich kann nicht mehr. 1 Jahr Kündigungsfrist, der Chef ist entsetzt, war aber mit Ansage. Der Druck war einfach zu hoch. Und die fehlende Anerkennung. Ein zweiter, da haben 2 Volksbanken fusioniert. Er ist seit 25 Jahren im Unternehmen gebuckelt. Keine Work-Life-Balance und so, nein. Hat sich jetzt Hoffnung gemacht. Jetzt fusionieren wir. Das ist meine Chance. Ich bewerbe mich jetzt auf das nächste Karrierelevel. Er hat diesen Job nicht gekriegt. Der war ein halbes Jahr am Boden. Keine Motivation, keine Extrameile. Ja, jetzt hat er einen Job, sagt, ja, das ist okay. Und ich habe irgendwie festgestellt, nur arbeiten ist irgendwie auch nichts. Mal ein bisschen Zeit mit der Familie ist eigentlich auch ganz schön. Den hat diese Volksbank als Top-Leistungsträger verloren.
Ja? Und der Dritte, der sagt, hier ist so viel Chaos, hier ist nur Druck, hier ist Angst. Stellen werden nicht nachbesetzt, wir ertrinken alle in Arbeit. Ja? Keiner hat mehr Bock. Das ist ein Führungsthema. Das kann nur oben auf der Führungsebene gelöst werden. Ja? Und hier, um diesem Wandel zu begegnen, das ist der Wandel mit Corona-Krise, Fachkräftemangel, stärkt moderne Führungspersönlichkeiten, deshalb vor allem die Resilienz, die Reaktionsschnelligkeit und Innovationsfähigkeit ihrer Organisation. Also ich will Ihnen da überhaupt nicht zu nahe treten. Sie sitzen hier bestimmt und agieren ganz anders. Aber viele Unternehmen kenne ich noch, die geführt werden mit Renditeorientierung, Zahlen, Kostendruck. Der ist der Chefkontrolle, hat das meiste Sagen. Ja? Und immer mehr Arbeit. Und ich glaube ganz ehrlich, dass sich die wenigsten das in Zukunft noch antun werden. Weil es andere Unternehmen geben wird, wo weniger Druck ist, wo eine bessere Führung ist. Und das ist eine kleine Befragung von Xing in Auftrag gegeben, wo 2500 Erwerbstätige befragt wurden, was ist euch am wichtigsten? Und wenn Sie fragen, was ist F&M, das ist also Frauen und Männer, ich habe Ihnen das mal ein bisschen aufgedröselt, unterscheidet sich nur marginal. Gute Führung hatten wir schon, flexible Arbeitszeiten. Der eine will um 7 kommen und um 14 Uhr gehen, um sein Kind von der Kita abzuholen. Der nächste will aber erst um 10 Uhr kommen, weil er vorher beim Sport ist. Und früher haben wir gesagt, sag mal, bist du bekloppt? Meine Arbeitszeiten sind 7.30 Uhr bis 16.15 Uhr. Und wir haben unser Privatleben um den Job herum gebaut. Diese Zeit ist vorbei. Weil immer mehr Unternehmen das ermöglichen, ja, und die Arbeitnehmer dann halt sagen, ja, dann gehe ich doch dahin, wo das ermöglicht wird. Warum denn auch nicht? Das ist ja auch gar nicht böse gegen Sie als Führungskräfte. Ja, niemand hat das, also das ist einfach prinzipiell, wenn es mir woanders angeboten wird, warum sollte ich es nicht machen? Flexible Arbeitszeiten. Und wenn Sie sagen, Zaborowski, das geht bei mir aber nicht, dann sage ich, aber es ist dem Markt egal. Finden Sie eine Lösung. Und ich darf Ihnen versichern, in vielen Jobs geht's. Ja? Viele Unternehmen haben es inzwischen ausprobiert. Höheres Gehalt. Will ich gar nicht so lange drauf rumreiten. Ich habe Kunden, die sagen mir, Zaborowski, ich suche hier das und das und ich will dafür 70.000 Euro ausgeben. Sage ich, ja, ist schön, konntest du vor 3 Jahren, kriegst du heute niemanden mehr für. Ja, aber ich kann nicht mehr zahlen. Meine anderen Mitarbeiter kriegen ja auch nicht mehr. Ich sage, ja, dann erhöhe die Gehälter für deine anderen Mitarbeiter. Warum? Ich verstehe das Argument, überhaupt keine Frage. Ja, aber warum soll denn jemand zu Ihnen kommen, wenn er sagt, ich kriege aber bei 3 anderen Unternehmen 5.000 oder 10.000 Euro mehr? Warum soll ich dann bei Ihnen für weniger Geld arbeiten? Ist doch ganz logisch, nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Es ist doch einfach so, warum soll ich das machen? Naja, wir könnten jetzt sagen, ja, weil ich vielleicht einen Job mit Sinn bieten kann. Und das ist übrigens ein ernsthafter Punkt und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Pluspunkt für Sie. Ja? Wenn ich mir meine jungen Leute angucke, unter 30, die Hälfte sind Veganer, ja, die gucken alle auf Nachhaltigkeit, die kaufen keine Massenprodukte mehr, Konsumprodukte, alles sauber, ökologisch, fair produziert. Wenn wir nochmal 10, 20 Jahre weiterdenken, die Last Generation, da wird niemand mehr für irgendein Unternehmen arbeiten, dessen Unternehmenstätigkeit der Umwelt schädigt oder der Gesellschaft schädigt oder sonst irgendwie was. Heute noch. Ja? Die Unternehmen, die in Zukunft beweisen können und nicht nur mit Greenwashing behaupten, sondern wirklich beweisen können, dass sie was Gutes für die Gesellschaft tun, dass sie was Gutes für die Umwelt tun, die Umwelt erhalten, die werden punkten. Definitiv. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen als Bevölkerung, als Gesellschaft diesen Weg sowieso gehen. Ja? Also dann machen Sie es auch als Arbeitgeber. Sie haben die besten Möglichkeiten, Sie haben die besten Argumente. Volksbank stand schon immer für regional und in der Gesellschaft verwurzelt. Ja? Und das Thema Remote-Arbeiten sind auch Arbeitsbedingungen, die die Leute heute erwarten. Mein Team arbeitet komplett 100% remote. Das habe ich aber vorher ganz klar gesagt. Und ich habe auch Leute verloren, die sagten, ich will das nicht. Ich will 2, 3 Tage ins Büro kommen, um die Kollegen zu sehen. Und es gibt auch immer noch Leute, die sagen, ich will auch jeden Tag ins Büro, aber die werden immer weniger. Die meisten wollen flexibel arbeiten. Und flexibel heißt, ich entscheide heute, ob ich ins Büro gehe oder nicht. Und nicht, weil mein Chef sagt, montags und freitags ist aber Office-Tag. Ja? So, und das ist befohlen. Nein, das wird flexibel gehandhabt. So, und deswegen, und ich komme zum Ende, ich muss ja die Zeit einhalten. Wenn wir heute über Recruiting reden, dann reden wir nicht mehr über Recruiting. Also da habe ich jetzt noch die letzte Folie für Sie. Ja? Sondern wir reden über Top-Management-Entscheidungen zu Ihrer Unternehmensstrategie. Wie wollen Sie in Zukunft Geld verdienen? Was ist der Unternehmenszweck? Wir reden über Personalentwicklung, weil Sie werden in Zukunft nur noch oder sehr viele Leute einstellen, die den Job noch nicht können, den Sie zu besetzen haben. Sie müssen die Leute ausbilden. Und damit meine ich nicht die 16- oder 18-Jährigen, sondern ich meine den, der mit 30 sagt, ich möchte noch mal was anderes machen.
So, und die müssen Sie ausbilden, da müssen Sie Geld für investieren. Und Sie müssen eine Personalauswahl haben, die diese Leute auch entdeckt und nicht gleich wieder nach Hause schickt, ohne ein Gespräch. Sie müssen sich Gedanken machen über Arbeitsbedingungen. Weil es wird genug Arbeitgeber in Ihrer Region geben, die bessere Arbeitsbedingungen bieten werden als Sie. Ja? Und über Gehälter und über Führungskultur habe ich schon gesprochen. Und die letzte Folie, weil wir sind ja jetzt hier doch auch irgendwie bei einer Recruiting-Veranstaltung und es soll ja auch noch ein bisschen operativ werden. Das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, die 18 Minuten meines Vortrags, das ist das, was Sie machen müssen. Das ist das Fundament. Wenn Sie das nicht machen, ist all das, was Sie jetzt machen im Frontend, können Sie sich so schenken. Wenn Ihre Jobs nicht gefunden werden, weil Ihr Karriere-Button irgendwo ganz unten im Footer auf Ihrer Karriere, auf Ihrer Homepage ist, ja? Weil Sie Ihre Stellenanzeigen immer noch als PDF irgendwo hochgeladen haben oder sowas, ja? Dann haben Sie sowieso verloren. Wenn Sie kein positives Arbeitgeber-Image haben, wird sich eh bald keiner mehr bei Ihnen bewerben. Ja? Wenn Ihr Bewerbungsprozess nicht so einfach ist wie ein Online-Einkauf, 3 Klicks, werden die Leute abbrechen. Keiner hat mehr Lust zu, irgendwelche Formulare auszufüllen. Ja? Wenn Ihre Personalauswahl nicht besser wird, als sie jetzt ist, und ich, ohne Sie zu kennen, ich darf Ihnen verraten, in 98% aller Unternehmen ist die Personalauswahl schlecht. Haben wir nachher noch einen Workshop zu. Ja? Werden Sie die falschen Leute rausschmeißen aus dem Prozess, die Ihnen aber Ihre Jobs besetzen könnten. Und Sie brauchen schnelle und gewinnende Interviews, also nicht wie mein Kunde, der hat jetzt Glück gehabt, 8 Wochen für 2 Gespräche, was für ein Wahnsinn. Ja? Das geht nicht. Sie können heute innerhalb von einer Woche die Leute einstellen, wenn Sie wollen. Das ist eine Managemententscheidung. So, und das sind die Sachen, über die wir heute hoffentlich diskutieren werden. Und ich freue mich auf den weiteren Tag mit Ihnen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.